Er ist der absolute Showdown beim CHIO Aachen, der Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen. Der prestigeträchtigste Wettkampf der Welt. Außerdem geht es um insgesamt 1,5 Millionen Euro Preisgeld. Der US-Amerikaner McLean Ward hat zusätzlich die Chance, als zweiter Reiter in der Geschichte den Rolex Grand Slam der Springreiter zu gewinnen, also drei Major-Turniere in Folge. Doch Ward scheitert früh. Hier purzelt gerade ein Grand Slam-Bonus von 1 Million Euro auf den heiligen Rasen von Aachen. Die Stute Azur ist nicht gut in Form. Zum Wohle des Pferdes gibt Ward nach drei Hindernissen auf. Damit ist der Weg frei für andere. Mit Philipp Weishaupt, Daniel Deusser und Markus Ening schaffen es drei deutsche Reiter mit zwei fehlerfreien Umläufen ins Stechen. Dort leistet sich Weishaupt mit seinem erst 9 Jahre alten Wallach Zinedey einen Abwurf und wird am Ende starker Dritter. Daniel Deusser und seine Stute Killer Queen bleiben im Stechen fehlerfrei und stehen vor ihrem zweiten Sieg nach 2021. Doch Routinier Markus Ening macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Der 49-Jährige schreibt mit seinem Hengst Stargold Reitsportgeschichte. Ening reitet über eine halbe Sekunde schneller als Deusser und gewinnt den Rolex Grand Prix, den großen Preis von Aachen, zum dritten Mal in seiner Karriere. Ja, ist irre. Ich hätte da jetzt heute so nicht mit gerechnet. Ich weiß, dass ich ein Wahnsinnspferd habe und dass ich auch eine Chance hatte, aber dass es jetzt so läuft, als letzter Starter hier zum dritten Mal den großen Preis gewinnen zu können, ist schon Wahnsinn. Wie man sagt, am Ende, wenn ich vielleicht eine Sekunde schneller reite oder ein, zwei Galoppsprünge auslasse, reitet er auch noch eine Sekunde schneller. So, von daher war das ein bisschen Pech heute, dass ich vor ihm dran war. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinem zweiten Platz. Markus Ening zieht damit gleich mit Reitsportlegenden wie Hans-Günther Winkler, Paul Schockemöhle oder Ludger Beerbaum. Nach dem historischen deutschen Dreifachsieg heißt es Abschied nehmen. Ludger Beerbaum verkündet im Aachener Stadion sein Karriereende. Ich glaube, es ist Zeit, eben den Jüngeren jetzt hier Platz zu machen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein alter Hund, der noch einmal mit zur Yacht darf. Nochmal vielen Dank. Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen emotional bin. In seiner Karriere wurde Beerbaum 4-mal Olympiasieger und holte 8 Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Emotional bleibt es beim traditionellen Abschied der Nationen. Die Zuschauer winken mit weißen Taschentüchern und die Reiterinnen und Reiter sagen auf ihrer Ehrenrunde auf Wiedersehen beim CHIO 2024.